und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es die Rache des Sub vom August. Wir schauen uns an, was ich letztes Jahr gekauft habe, was ich gelesen habe, was ich nicht gelesen habe, was vielleicht schon aussortiert ist. Whatever, wir schauen uns das einfach alles mal an. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Ich habe mein Notizbuch hier. Ich habe schon gleich ein Blatt Papier drauf geschmissen. Wir haben hier August. Ich bin richtig gespannt, kann mich an nichts erinnern. Also mittlerweile ist es wirklich komplett weg, aber ich bin richtig gespannt drauf. So, und ich würde sagen, wir legen los, ziehen runter und wir haben Jetzt spricht Dylan Mint. Und das hatte ich damals aus einem Bücherschrank. Und tatsächlich habe ich das Buch nicht mehr da. Ich konnte mich nicht mal mehr erinnern, dass ich das jemals mal hatte. Aber das ist, glaube ich, damals relativ schnell wieder in den Bücherschrank gewandert. So sieht es übrigens aus. Ich blende es euch einfach ein. Ich weiß nicht mal mehr so richtig, um was es geht. Aber ja, habe ich damals relativ schnell wieder zurückgebracht, quasi ungelesen. Dann machen wir weiter mit dem zweiten Band von Ruby. Und das ist dieses Buch hier von Susanne Filcher, der zweite Band eben. Ruby, eine Chaos Queen und jede Menge Glitzerstaub. Habe ich gelesen, mag ich sehr, sehr gerne die Reihe. Ich finde die einfach zuckersüß und deswegen habe ich auch dieses schon gelesen. So, als nächstes haben wir den dritten Band von Kira Kolumna. Und das ist dieser hier, Verpeilte Weihnachten. Ich liebe die Reihe sehr. Also da gibt es ja auch Hörbücher quasi dazu. Und sie machen jetzt quasi langsam die Hörbücher als normale Bücher. Und auch diesen habe ich gelesen, fand ich sehr, sehr süß. Dann geht es weiter mit dem dritten Band von Abenteuer vom Rosenhof. Das ist dieser hier, das Zirkuspony. Und auch hier kann ich sagen, dass ich es gelesen habe. Mag ich sehr gerne. Die Reihe ist sehr, sehr süß. Da kommt jetzt tatsächlich auch schon der fünfte Teil im August raus. Den vierten nehme ich auch noch da. Next one, ein Manga. Vampire Night Pearls, Band 8. Das ist dieser hier und ich habe die Reihe immer noch nicht fortgesetzt. Deswegen ist dieses leider noch ungelesen. Wir schauen mal weiter mit, oh nee, dem zweiten Band von Never Be My Enemy. Ist das ein Jahr her? Oh mein Gott. Oh nein. Das ist dieser hier und der ist auch tatsächlich mit Farbschnitt. Nein, bloß auf, doch hier oben ist auch ein Farbschnitt, sieht man noch gerade nicht. Habe ich noch nicht gelesen. Ich habe den ersten gelesen, mochte ich sehr gerne. Und dann habe ich mir den zweiten und dritten geholt. Und der zweite ist leider noch ungelesen. Als nächstes haben wir The Marriage Act. Und zwar ist das das Buch von John Mars. Und hier muss ich sagen, habe ich gelesen, mochte ich auch ganz gerne. Die anderen waren besser, aber ich habe es auf jeden Fall gelesen. So, als nächstes haben wir den zweiten Band von Emily Seymour. Das ist dieser hier, auch mit Farbschnitt. Und kann ich sagen, habe ich gelesen. Das war eine Dilogie und das war der zweite Band, eben der Abschlussband. Mochte ich sehr, sehr gerne die Reihe. Deswegen kann ich hier sagen, ich habe es gelesen. Und weiter geht's mit dem ersten Band von The Romeo and Juliet Society. Das ist, dieser hier hat auch einen wunderschönen Farbschnitt. Und kann ich sagen, habe ich gelesen, glaube ich sogar relativ zeitnah. Hat mir richtig gut gefallen, war ein wirklich absolutes Jahreshighlight von mir. Jetzt gerade steht der zweite noch bei mir, demnächst kommt der dritte. Ich muss ein bisschen mal aufholen, aber ich wollte mir so richtig Zeit nehmen für den nächsten Band. Deswegen war jetzt einfach noch nicht der Zeitpunkt dazu, aber ich habe diesen auf jeden Fall gelesen. Ich weiß gar nicht, wie weit es noch runter geht. Wir haben noch einen Manga und zwar den dritten Band von Navilera. Das ist dieser hier. Hier gibt es tatsächlich auch eine Netflix-Serie dazu und Band 3 habe ich nicht gelesen. Ich habe alle Bände da von der kompletten Reihe, aber ab Band 3 bin ich stehen geblieben und hängen geblieben. Deswegen wird es Zeit, dass ich den mal lese. Das ist einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte von einem älteren Mann und einem jüngeren Mann. Der eine überarbeitet, der andere möchte seinen Traum einfach sich noch erfüllen und ich muss hier unbedingt weiterlesen. So, weiter geht es mit dem zweiten. Nein, echt jetzt? Mit dem zweiten Band von Feather und Rose. Das ist dieser hier. Ich muss sagen, den ersten Band habe ich geliebt. Und ich habe einfach immer noch nicht danach gegriffen. Ich wollte schon so lange weiterlesen. Ich
liebe dieses erste Buch, war so toll und jetzt hat übrigens auch so Internatsfeeling und ist ja voll meins. Ich muss unbedingt weiterlesen. Jetzt wird es Zeit dafür. Die Seite hat noch kein Ende. Wir haben das letzte tatsächlich. Einen Manga und zwar den ersten Band Brutal. Das ist dieser hier. Er klang so spannend, weil es Thriller-Richtung ist. Ich habe ihn noch nicht gelesen und ich habe ihn so oft schon in der Hand gehabt, weil ich ihn lesen wollte. Na toll. Jetzt ist er auf der Rache gelandet, aber ich nehme es in Kauf und lese es hoffentlich bald. Somit lautet das Fazit, dass ich 12 Bücher gekauft habe. Eins davon ist ungelesen ausgezogen. 6 habe ich davon gelesen und 5 sind noch ungelesen. Die zeige ich euch jetzt nochmal kurz. Und zwar haben wir 2 Reihenfortsetzungen und zwar Never Be My Enemy und den 2. Band von Feather and Rose. Und dann haben wir 3 Mangas und zwar den 8. Band von Vampire Night Pearls, den 3. Band von Navilera und den 1. Band von Brutal. Ist ja aber okay, muss ich sagen. Also besser als 20 normale Bücher auf der Rache zu haben. Deswegen ist es okay, ja. Ich kann damit leben. Aber ich werde es niemals in meinem Leben erleben, dass ich einen Monat ohne Rache des Sub habe. Und somit sind wir am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir macht es immer voll viel Spaß, die Rache des Sub zu drehen. Einfach weil ich nach einem Jahr wirklich komplett vergessen habe, was ich gekauft habe. Und aber jedes Mal wieder erschrocken bin, was dann noch da ist. Ich weiß immer nicht, ob ich am Ende des Videos immer noch so motiviert bin wie am Anfang, wenn ich das dann sehe. Aber trotzdem muss ich sagen, ich hatte letztes Jahr echt schlimmere Rache des Sub-Videos. Deswegen geht es eigentlich diesmal noch ganz klar, muss ich sagen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns zu meinem nächsten Video wieder. Tschüss!